Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die GOND-Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. GOND, das Ganze ist eine Veranstaltung, ein Konzert, ein Festival, das jedes Jahr stattfindet seit dem Jahr 2006. Allerdings dieses Jahr, wie auch viele andere Festivals, der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Ja, GOND steht für größte Onkelsnacht Deutschlands. Wie gesagt, jährlich stattfinden seit 2006 und da hätten eine Menge Bands gespielt. Allerdings wegen Corona und sonstigen Beschränkungen war das Ganze dann nicht möglich und dann hat man stattdessen eine Box rausgebracht. Also, so als kleiner Ersatz an alle Leute, die dann nicht zum Festival kommen können, hat man hier sich diese Box ausgedacht. Wir lesen hier wieder GOND, wie gesagt, das Akronym für größte Onkelsnacht Deutschlands. Darunter der Totenkopf mit den zwei Äxten. Auf der Seite auch wieder GOND zu lesen. Rechts, hier an der Ecke, zieht sich dann wieder die Totenkopf- und Axtoptik durch. GOND. Hier nochmals der Totenkopf und auf der Unterseite auch nochmal komplett GOND und Totenkopf. Ja, das Ganze kommt hier in einer Metallbox, ist hier auch noch mit einem eigenen Verschluss, der ist ebenfalls aus Metall. Kann man hier dann entsprechend öffnen, so, dann ist das entriegelt und dann kann man hier den Deckel wunderbar aufmachen. So, wie wir schon sehen können, ist der Boxdeckel hier geprägt worden, also man kann hier auch wirklich die Schrift und auch das Logo hier spüren. Und dann schauen wir uns mal den Inhalt an. Wir haben als erstes hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir einen Festivalbecher. Der kommt hier noch in Folie. Und der beinhaltet noch diverse andere Inhalte. Und zwar haben wir hier einmal ein Kondom in einer Verpackung. Dann haben wir einen Kühlschrankmagneten, der auch zeitgleich ein Flaschenöffner ist und ein Festivalbändchen. Jawohl. So, dann packen wir mal alles zur Seite und machen die Box wieder zu. So. Und dann schauen wir uns mal alles im Detail an. Wir starten mal mit dem Trinkbecher, mit dem Festivalbecher. Ja, die kennt man, wenn man auf solchen Festivals schon mal war. Das sind diese regulären Plastikbecher, die man dort dann immer kaufen kann, beziehungsweise wo man seine Getränke bekommt und mit ein bisschen Einsatz hat man dann auch diesen Becher hier bezahlt. So pfandsystemmäßig, wenn man möchte, kann man den natürlich zurückgeben, kriegt man sein Geld zurück oder man behält ihn als Andenken. Hier lesen wir Cup Concept Germany, also das ist der Hersteller und der Becher ist natürlich auch entsprechend bedruckt. Hier lesen wir, kein Festival dank Corona, GOND, dann hier das Datum, hier hätte das Ganze stattgefunden, von 8. bis 12. Juli 2020, ist entsprechend durchgestrichen. Und hier, wir lesen es, ich war da heim. Ja, normalerweise heißt ja immer, ich war dabei oder ich war anwesend, ich war da, was auch immer. Hier hat man das dann schön ausgebessert auf ich war daheim, nachdem das Festival ja geplatzt ist und jeder zu Hause bleiben musste. Und hier lesen wir noch Sammlerstück. Also ein stabiler Kunststoffbecher hier. Wie gesagt, ich glaube 400 Milliliter oder, ja genau, hier oben ist auch der Messstrich 400 Milliliter. So, dann hat man zumindest so ein Andenken, wenn man schon nicht dort sein konnte. Dann haben wir hier ebenfalls ein Festivalbändchen. Das kennt man auch, also das bekommt man normalerweise zum Kauf seiner Karten bei Einlass zum Festival, dass man auch wirklich die Leute identifizieren kann und weiß, okay, der darf hier sein. Ja, klassisches schwarzes Stoffbändchen hier mit diesem Metallverschluss, dann kann man das hier entsprechend enger machen und ans Handgelenk anpassen. Und auch hier lesen wir wieder GOND 2020, ich war daheim. So, als nächstes haben wir hier so ein kleines Papier-Etui mit der Website und ansonsten hier auch wieder komplett gebrandet. Und zwar lesen wir hier, was befindet sich drin.
ein naturfarbenes Markenkondom Amor Nature aus Naturkautschuk, Latex, glatt, 53 mm breit, zylindrisch mit Reservoir, mit Gleitmittel, elektronisch geprüft. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir das mal an. Hier haben wir noch so einen Infotext. Hier lesen wir es, eine Gebrauchsanweisung. Und so sieht das Ganze dann aus. Kommt hier so in Rotgold. Und wir lesen es hier. Das Ganze ist haltbar bis Dezember 2024. Hergestellt im Januar 2020. Ja, also da hat man noch mehr als 4 Jahre Zeit, das Ganze einzusetzen. Sollte auf jeden Fall ausreichend sein. Und als nächstes haben wir dann noch einen Kühlschrankmagneten. Der kommt hier in Kreisform. Auch hier natürlich wieder gebrandet. Und auf der Rückseite, wie gesagt, ein Flaschenöffner. Also kann man sich an den Kühlschrank hängen und dann immer bei Bedarf die Flaschen öffnen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch mit dabei ein Shirt. So, auch hier lesen wir natürlich wieder kein Festival dank Corona. Wie gesagt, das erste Mal, als das Ganze stattgefunden hat, war 2006. Somit wäre jetzt im Jahr 2020 das 15-Jahre-Jubiläum. Ja, das wird dann entsprechend 2021 nachgeholt. Hier lesen wir wieder, ich war daheim. Und das Ganze sieht auch so nach daheim aus, weil wir haben hier so einen alten Fernseher, die Beine, die hier auf der Couch liegen und noch ein Bier. Also man war nicht live vor Ort, aber man konnte das Ganze von zu Hause aus genießen. Und dann haben wir hier noch GOND, ich war daheim. Ja, das sind die ganzen Bands, die hier aufgetreten wären. Los Tios, das sind die Bösen Onkels. Und hier haben wir noch unzählige andere Bands, die dieses Festival hier mitgespielt hätten. Also unter anderem, ich lese euch jetzt mal die ersten paar vor hier. Krawallbrüder, Unantastbar, Artefakt, Deutsche Front, Kneipenterroristen, King Kongs Deo-Roller, Rockwasser und jede Menge anderer Bands. Also es sind auch jede Menge Coverbands der Bösen Onkels dabei, aber natürlich auch eigenständige oder Bands, die ganz andere Musik machen, aber doch alles eher so im Bereich Rock. Ja, hier unten nochmal, 8. bis 12. Juli 2020, das Logo und hier dann noch die Adresse. Das Shirt gab es in diversen Größen zur Auswahl. Mein Shirt, wir sehen es hier, ist ein Gildan Softstyle in der Größe M. Die habe ich mir ausgesucht. Und wir haben hier 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, Größe des Shirts frei wählbar. Dann haben wir hier diesen Trinkbecher, 400 ml. Den Kühlschrankmagneten mit dem Flaschenöffner, das Festivalbändchen und das Kondom in dieser Karton, in dieser Papierverpackung. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box, GOND-Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr GOND unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.